Blockhaus, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig. Und da ist er wieder, der kritischste Podcast, den der erste FC Lok Leipzig zu bieten hat. Herzlich willkommen, Marco, du bist unterwegs. Erklär uns schnell deine Koordinaten. 120 Grad nördliche Breite und 70 Grad westliche Länge. Ist aber noch Europa, ja. Immer noch Europa, aber ich weiß gar nicht, das müsste man mal nachschlagen im Atlas, wo das ist. Ja. Tatsächlich befinde ich mich hier nahe der, wie heißt die Straße hier, wo kurz anhalten? Ah, scheiße, ist zu dunkel. Adolf-Damaschke-Straße. Ah ja, jeder Lokfan wird jetzt wissen, wo du bist. Genau, die in der Nähe einer Sprungschanze ist und in, sag mal, in Mitteldeutschland, in Sachsen, gibt es nicht so viele Skisprungschanzen. Frag mich jetzt, wie weit die nächste Skisprungschanze von mir hier weg ist. Na, wie weit ist die von hier weg, was denkst du? 6 Kilometer. Echt? Hm. Ja. Was ist denn das für eine? Das ist eine Skisprungschanze, ja. Da machen die sogar im Sommer Sommerspringen drauf. Also es ist. Wie oft bist du schon gesprungen von dort? Mehrmals, aber immer unfreiwillig. Wurde also geschubst? Vom Wind und vom Winde verweht. Und ganz in der Nähe ist eine riesengroße Sommerrodelbahn, falls Sie mal gar nicht wissen, was Sie tun sollen. Ah, Wippa, oder? Ja, fahren Sie dann mal hin. Und die Schanze ist, glaube ich, nicht für jeden zugelassen, aber nachts, ich sag mal so. Das sind alle Katzen grau, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist die einzige Schanze auf der Welt, wo man über eine Straße springt oder wahrscheinlich auf der Straße landet, wenn man zu gut ist oder zu schwer, weiß ich nicht. Ja, aber die Sommerrodelbahn Wippa kann ich in der Tat auch selbst empfehlen, aus eigener Erfahrung. Ja. Ja, da gibt es auch hier drumherum noch ein bisschen was zu essen, noch Spielplatz und so. Also das ist wirklich Mannsfelderland, tiefer geht's fast gar nicht, oder? Das ist schon... Also nicht vom Niveau her, sondern vom Verein ins Land. Das gehört aber schon zu Sangerhausen, glaube ich. Ich weiß es nicht, so genau weiß ich es gar nicht. Ja. Unser Gast und Heutiger wird es auch nicht wissen, aber er wird uns sicherlich ein bisschen was zum täuschenden Ergebnis vom Wochenende sagen können, oder? Hast du das Spiel gesehen? Irgendwie, irgendwo, irgendwann? Ich habe es bei Loku verfolgt. Ja. Es wurde ja nirgendwo übertragen, soweit ich mich entsinne. Also zumindest wurde es nicht beworben. Und tatsächlich, Lichtenberg ist das neue Meuselwitz. Ja. Oder Auerbach, also hat es den Anschein. Also die Serie ist ja regelrecht unheimlich. Und ich muss sagen, wir spielen jetzt das dritte Mal dort. Und wir haben zum dritten Mal keine Lösung gefunden, die zufriedenstellend ist. Zum dritten Mal sehr deutlich. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren war ich dort. Da verlieren wir auch 4-2. Und das hätte auch also schon bei Zeiten deutlich entschieden sein können. Also es muss ein ähnlicher Spielverlauf gewesen sein, wie im Lokruf zu hören war. Ja, sagt der Pfeffi nach dem Spiel auch. Der sagt, wir hätten hier viel höher verlieren können, weil die laufen ein paar Mal wirklich leer aufs Tor zu. Und was das Problem so augenscheinlich ist wahrscheinlich, die rennen wirklich von der ersten Minute sehr hoch, laufen die uns an, ja. Und denen ihre Taktik ist, Ball immer flach spielen. Also auch selbst noch in den 16er Reihen spielen die flach die Bälle. Und hast du den Flickwerk von Pitto in Salto? Genau, vor unserer Tribüne, vor unseren Jungs, die mitgereist sind und Mädels. Ja. Das war schon sehr schön. Ja, das war eine Hommage an die Turn-WM, die ja in Liverpool stattgefunden hat. Ja. Also das war wirklich enttäuschend. Eine große Chance vergeben, oben reinzuschnuppern. Ja, zumal mit den kommenden Aufgaben jetzt ist ja auch nicht, also Meuselwitz mal ausgenommen, wo man, ja, als Trainer sieht man es immer ein bisschen anders, aber so rein von der Papierform ist ja Meuselwitz schon noch ein Gegner, wo man sich gute Chancen ausrechnen sollte, einen Sieg einzufahren. Dann haben wir Handwerk Rabenstein und dann beginnen ja die Wochen der Wahrheit, so will ich mal sagen, beim ersten FC Lok. Na gut, es sind 3 Punkte zu Cottbus, glaube ich. Aber Meuselwitz, ja, warten wir, schauen wir mal. Ja, schlagen Jena. Ich meine, klar, Jena hat jetzt 7 Spiele, muss man gucken. Jena Chemnitz, was die auch für Sieglosserien schon hatten dieses Jahr. Jena 7 Spiele jetzt. Ich glaube, Chemnitz ist dann bei 6 Spielen ausgestiegen. Das ist schon auch, wir sind schon sehr verwöhnt auch, muss man sagen. Cottbus hat am Anfang so Probleme gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Dennoch, wenn du die Chance hast, oben anzugreifen, dann ist es natürlich in Lichtenberg ärgerlich, wenn du das so herschenkst. Und noch viel ärgerlicher ist ja, dass die zweite Mannschaft aus Leipzig, die vorhaben, weiß auch keiner so genau. Also das war jetzt natürlich keine Weltsensation, dass Chemie gegen TB 4-0 gewinnt. Wir haben ja am Anfang der Saison auch schon Bekanntschaft mit TB gemacht. Das war jetzt keine ARD-Sondermeldung wert. Naja, aber die Gesamtleistung halt. Also die Gesamtperformance, wie man heutzutage sagt. Und den Tabellenplatz. Ja. Ist natürlich nicht so schön hinzugucken. Ja, na gut, aber das ist eine Momentaufnahme. Also, was nützt dir denn, dass du nach 10 Spieltagen, was hat es uns denn genützt, dass wir letzte Saison bis 21. Spieltag Zweiter waren? Am Ende sind wir 6. gewesen. Ja, toll. Man soll ja Kritik immer mit was Positivem beginnen. Das Tor von Jamal, das erste, war natürlich schon sehr schön anzuschauen. Ja, auch das zweite, wie er sich da reinwuchtet in den Ball und so, vollkommen schön anzusehen und vor allen Dingen auch erfreulich, dass Jamal wieder genetzt hat. Und gerade da an dem Tag, wo bei Pfeffi jetzt kein Tor gefallen ist, sind wir natürlich froh, wenn wir ihn wieder so im Strafraum gelernt haben und er seinen Torriecher wieder überwachen konnte. Hoffen wir, dass das anhält, er verletzungsfrei und krankheitsfrei bleibt und wir auch mit Farid wieder länger und dauerhafter, kontinuierlicher planen können, weil der fehlt uns natürlich auch. Gerade so im Platz, in dem engen Platz in Lichtenberg mit seinen Bewegungen, mit seinen Ideen, ist der Mann Gold wert.
Wie eng ist der Platz in Lichtenberg? Wie eng? Eng. Gut. Wollen wir unseren Gast anrufen, den nochmal fragen? Ja, frage ich mal, ob er denn auch so eng wahrnimmt. Manchmal ist auch so die Bebauung, also das, weil es drumherum sehr, sehr nah alles dran steht, dass man das als eng wahrnimmt. Vielleicht ist er gar nicht so eng, als wenn man als Spieler drauf spielt. Ich nehme ihn aber als sehr eng wahr. Hat, glaube ich, Pfeffi im Interview aber nach dem Spiel auch gesagt, enger Platz. Wir fragen unseren Gast, der muss es ja wissen. Den rufen wir jetzt an. Unser heutiger Gast im Podcast. Wir freuen uns, dass es klappt mit unserem Neuzugang Ricardo Grimm. Und gleich die Frage, Ricardo, du hast polnische Wurzeln. Sprechen wir den Namen denn überhaupt richtig aus, wenn wir Grimm sagen? Ja, das stimmt schon, ja. Also Grimm ist schon richtig, ja. Okay. Kann man so machen. Ja. Wie bewertest du den Ausflug nach Lichtenberg jetzt mit 2 Tagen Abstand, das Spiel? Ja, es ist am Ende natürlich blöd gelaufen. Ne? Ja, ich habe ja schon von den anderen Jungs gehört, dass es immer so ein bisschen so ein kleiner Fluch war mit Lichtenberg. Ja, und dann am Ende ist es halt auch noch genauso gelaufen, wie die anderen schon gesagt haben, wie es die letzten Jahre auch so war. Ne? Ursachenforschung, was sagst du, woran lag es dann am Sonntag? Ach, ich weiß es selber nicht. Also ich will jetzt nicht auf den Platz gehen, aber ich glaube, alle waren einfach so ein bisschen unkonzentriert. Es lag jetzt nicht nur an, keine Ahnung, 1 oder 2 Leuten. Also es war von allen, die waren, den ersten 15, 20 Minuten waren wir einfach alle nicht wach genug. Und wenn dann Lichtenberg merkt, okay, es geht was, mit den eigenen Fans noch, die paar, die da waren, dann ist es für die natürlich noch einfacher. Ne? Dann haben die halt noch das 1-0 gemacht. Wir machen noch glücklich, muss man halt sagen, mit Jamal noch das 1-1 vor der Halbzeit. Kommen dann eigentlich ganz gut aus der Halbzeit raus, haben nur den Ball, machen eigentlich gut Druck und dann kassieren wir halt wieder das 2-1. Und dann ja, ist es halt auch manchmal nicht so leicht, auch wenn man jetzt denkt, nur Lichtenberg, weil die halt so weit hinten stehen von der Tabelle jetzt her, kann man da jetzt easy was holen, aber so leicht ist das halt leider nicht. Und dann ist es halt einfach genauso gelaufen wie die letzten Jahre auch. In einem der Berichte über das Spiel habe ich gelesen oder gesehen, dass gesagt wird, naja, Lichtenberg macht das schlau, die laufen Lok relativ hoch an und lassen die gar nicht zum Spielaufbau in der eigenen Hälfte kommen. Ist das so? War das so? Ja, also in der ersten Halbzeit ging es relativ, die sind ein paar Mal irgendwie angelaufen, aber wir hatten relativ viel Ballbesitz und halt mit unseren eigenen Passfehlern und sonst irgendwelchen schlechten Kontakten, die wir hatten, sind die einfach dadurch halt Konter gelaufen. Und das ist, war auch wahrscheinlich, was die halt haben wollten und auch gut geklappt hat. Wie ist dann heute die bisherige Trainingswoche verlaufen? Habt ihr Montag nochmal drüber gesprochen und jetzt seit heute konzentriert ihr euch auf Meuselwitz? Genau, also wir hatten jetzt Montag nochmal um 10 Training, halt die viel gespielt haben oder mehr als 45 gespielt haben, hatten dann halt nur dieses Auslaufen. Die anderen haben aber was für sich gemacht und heute hatten wir halt noch einen Tag frei und dann geht es quasi morgen in die Woche in Richtung Meuselwitz. Aber du hast doch schon gehört von den Jungs, die länger da sind, dass Meuselwitz ja gerade mal 2 Jahre, glaube ich, jetzt nicht mehr unser Angstgegner über 10 Jahre war. Macht ihr euch da Gedanken und sagt, naja, jetzt kommt der nächste Angstgegner oder sagt ihr, Gegner ist jetzt Gegner? Nee, also ich denke nicht. Ich denke, wir müssen trotz der Niederlage jetzt mit einer breiten Brust dastehen. Also wenn man sich sieht, wie viele Punkte wir auch zu Hause geholt haben oder wie wenig Gegentore wir auch zu Hause bekommen haben, müssen wir da eigentlich überhaupt keine Angst haben. Klar ist jetzt Meuselwitz mit einem Sieg, glaube ich, mit 2-0, glaube ich, gegen Jena, oder? 2-1. Ah, genau. Sind die jetzt natürlich auch ein bisschen motivierter und denken, die können was hier holen. Aber ich denke, wenn wir das die Leistung abrufen, die wir sonst zu Hause abrufen und ganz normal konzentriert sind, dann sollen wir uns eigentlich keine Sorgen machen, auch wenn es jetzt, wie ihr schon gesagt habt, wieder so ein Fluch ist. Aber ich denke mal, wir können da mit der breiten Brust vorangehen. Vor allem zu Hause mit unseren eigenen Fans, da wird schon viel gehen. Wie sieht deine Aufgabe seitens des Trainers, seitens Alm aus? Welche Position, wie würdest du deine Position beschreiben, die du bei uns spielst? Ja, also es war am Anfang der Saison oder beziehungsweise noch in der Vorbereitung war es immer so eine Mischung von 6, 8 oder manchmal sogar auf der 10, so ein bisschen weiter offensiver hinter Jamal dann. Aber mittlerweile ist es dann so auf der 6, 8, so Mittelfeld. Also man holt sich die Bälle weiter hinten und versucht das Spiel zu machen. Man ist mal weiter vorne und versucht selber die Tore zu schießen. Also ist immer so eine Mischung. Was spielst du lieber? 6, 8 oder 10? Lieber auf der 8, weil dann kann ich mir ein bisschen tiefer die Bälle holen, das Spiel quasi so ein bisschen lenken. So auf der 10 ist man ja so relativ weiter vorne und kriegt eigentlich mehr die Bälle, als man selber das Spiel macht. War das die Position noch, die du in Chemnitz spielen solltest oder gespielt hast? Ja, genau. Und du kommst ja von der Jugend her, hast du ja in Gladbach gespielt, Jugend U17, U19. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wurdet ihr dort ausgebildet, straight auf diese Position oder habt ihr da ja mehrere Positionen durchlaufen in der Ausbildung? Also ich war ja bis zu U19 in Leverkusen, bin dann nur für ein halbes Jahr nach Gladbach. Aber jetzt mit der Ausbildung in Leverkusen muss ich sagen, ja, irgendwann mit der Zeit merkst du dann, ich weiß jetzt nicht genau, ab welcher Jugend merkst du dann, okay, das ist deine Position, dann wirst du auch so ein bisschen nach der Position geschult. Also du hast dann halt auch Einzeltraining mit irgendwelchen Trainern, was die Position anbetrifft. Und da wirst du schon auf jeden Fall auf diese Position geschult. Klar, gibt's Einzelfälle, die dann halt jetzt, sagen wir mal, eine
also jetzt krasse Einzelfälle, die dann nur Innenverteidiger waren. Am Ende sind die auf einmal Stürmer geworden, als die Profi waren. Das gibt es natürlich auch. Aber nee, also in der Jugend, da wirst du schon auf jeden Fall dazu geschult, dann im Mittelfeld gut zu stehen, was Taktik angeht und der ganze Rest. Danach bist du ja in, eine der schönsten Städte Europas nach Krakau gewechselt und warst dort eine Saison. Mhm. Und danach warst du in Plock. Heißt, wenn spricht man das so genau. aus? Ja. Erzähl uns über die Zeit ein bisschen was. Ja, also ich bin ja im Sommer, also ich war das halbe Jahr noch in Gladbach und sollte dann in die U23 von Gladbach. Hab dann ein Angebot aus Krakau angenommen, bin dann in die polnische erste Liga. War da tatsächlich auch nur 2-3 Monate, weil ich gemerkt habe, dass einfach dort nicht gepasst hat vom Trainerteam und allem. Mhm. Also bin theoretisch, aber in Krakau war ich nur 2-3-4 Monate und bin dann quasi in der gleichen Transferperiode noch nach Plock gewechselt. Dort lief es am Anfang relativ gut, also klar, war es alles neu für mich, vor allem mit dem Männerbereich. Da muss man auch als Jugendspieler, also nicht jeder ist mit 18, 17 komplett so weit, dass er irgendwie im Männerbereich spielen kann. Da musste ich erstmal so ein bisschen ankommen. Dann habe ich mich ja leider schlimm verletzt mit einem Bandscheibenvorfall. Und dann war ich wirklich das ganze Jahr, was ich da in Polen war, mit Verletzungen am Klagen. Also ich hatte einen Bandscheibenvorfall, was wirklich schlimm war. Ein ganzes Jahr war ich dann, also es ging dann mal nach ein paar Monaten. Dann war ich da bei Ärzten. Dann war ich im Endeffekt bei einem Arzt von Real Madrid. Ganz am Ende, wo es dann auch geklappt hat. Ja, weil unser Trainer in Polen dann damals, der war Spanier und der hatte halt irgendwie einen guten Draht zum Trainer von Madrid und dann hat er mich halt dahin fliegen lassen, weil wirklich auch in Polen, wo ich war, halt irgendwie nicht irgendwas viel gebracht. Also jetzt nichts gegen die Ärzte oder die Physios dort, aber es wurde einfach nicht besser und dann dachten die sich halt, ja, schicken wir die mal zu einem Experten oder so und dann hat es halt zum Glück geklappt. Also im Großen und Ganzen war das ja in Polen so ein bisschen verschenkt, weil ich halt wirklich nur verletzt war. Mhm. Aber ja, das gehört halt im Fußball auch dazu. Wenn es jetzt gut besser gelaufen wäre, in jetzt mal den Verletzungen, wenn es die nicht gegeben hätte, hättest du dir vorstellen können, in Polen zu bleiben? Hat es dir gefallen dort in Krakau und in Plock? Auf jeden Fall. Also ich habe ja auch dort meine Familie gehabt, also jetzt nicht direkt bei mir, aber wenn ich dann mal ein paar Tage frei hatte, bin ich auch mal dort die besuchen gegangen. An sich ist das Leben in Polen gut. Es ist auch, wenn man so sieht, was Deutschland angeht, etwas günstiger, auch von den Wohnungen her und allem. Aber die Stadt war ja in der Nähe von Warschau und Warschau ist wirklich auch eine schöne und große Stadt. Ja, Krakau auch, das kann man ja mögen. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt sagst, du warst lange verletzt, dann bist du aus Polen weg, wieder nach Deutschland. Wie würdest du jetzt sagen, von dem, was du vor deiner schweren Verletzung leisten konntest und von dem, was du jetzt leistest, auf welchem Niveau bist du? Hast du das Niveau wieder erreicht oder fehlen dir noch ein paar Prozent? Puh, das ist immer schwer zu bewerten. Also ich sag, natürlich fehlen mir ein paar Prozent, auf jeden Fall, weil da war ich komplett im Saft, habe sehr viele Spiele gemacht und mittlerweile habe ich jetzt in Kent auch nicht so viel gespielt. Also mir würde echt mal eine Saison gut tun, wo ich mal wieder komplett ins Spielen komme und dieses Selbstvertrauen habe, wo ich komplett über 90 Minuten lang mehrere Spiele mache, so wie es jetzt momentan leider auch noch nicht gelaufen ist. Also ich habe jetzt die letzten 2 Spiele von Anfang an gemacht und dann mal auch eins im Pokal, aber... Wie ist es überhaupt mit deinen polnischen Wurzeln? Jetzt hatte ich gehört, Familie hattest du mit in Polen, aber bist du in Deutschland geboren oder bist du nach Deutschland gekommen als Kind? Nee, ich bin in Deutschland geboren, also in Leverkusen aufgewachsen. Ich bin ganz normal bei mir zu Hause aufgewachsen in Leverkusen, ja. Aber also eigentlich ist die ganze Familie aus Polen. Fußballer darunter oder bist du der erste Fußballer aus deiner Familie? Nee, mein Papa hat früher bei Legia Warschau gespielt, aber das ist halt lange her. Der ist dann auch damals irgendwann, ich weiß jetzt nicht genau wann, nach Deutschland auch abgehauen und lebt jetzt auch mittlerweile seit 20, 25 Jahren hier in Deutschland. Aus Polen kommen ja immer wieder mal so Superstars und wenn du jetzt, wie du sagst, ja in Deutschland aufgewachsen bist, hast du trotzdem vielleicht auch von Seiten des Vaters ja so polnische Idole in deiner Jugend gehabt, wo du sagst, das sind so meine Heroes? Polnische jetzt eher weniger, aber wenn man jetzt so hört, was Lewandowski so angeht, ist schon Wahnsinn, was der so erreicht hat im polnischen Fußball. Ne? Ja, Klose, aber auch Podolski. Ja, das auf jeden Fall auch. Der ist ja mittlerweile auch jetzt wieder in Polen, also in der ersten Liga. Ja. Schönes Tor gemacht am Wochenende. Ja, das habe ich auch gesehen. Lukas Podolski, schön von hinter der Mittellinie den Ball da ins Tor geprügelt. Ich habe gelesen, habe ein bisschen recherchiert, du hast früher in der Jugend zusammen mit Kai Havertz gespielt auf einer Seite. Ist das zutreffend? Mhm, richtig, ja. Wie verfolgst du seinen Weg noch? Seid ihr noch irgendwie im Kontakt? Ja, wir sind eigentlich relativ viel in Kontakt. Also jetzt nicht mehr so wie komplett früher, da hat man ja wirklich jeden Tag geschrieben, aber jetzt ist es halt durch die Entfernung natürlich ein bisschen weniger geworden, aber mittlerweile haben wir immer noch wirklich viel Kontakt und fragen mal, wie es geht und sonst, wie alles läuft und ob alles okay ist. Also ich fliege jetzt auch in der Winterpause nach London, schauen wir dann da ein Spiel an und ja, also der Kontakt ist zum Glück relativ noch echt gut. Also Kai Havertz kennt den ersten FC Lok. Ja, auf jeden Fall, ja. Wie würdest du ihn beschreiben als Typen so?
Und wo würdest du bei der WM einsetzen? Da gibt es ja jetzt eine Diskussion, nachdem Timo Werner sich verletzt hat. Wenn du entscheiden würdest, und was für ein Typ ist Kai Havertz? Ach, der ist ein wirklich sehr ruhiger Typ. Also er war damals schon ruhig, klar, auch so, und wenn wir untereinander sind und jemanden gut kennt, ist er ein bisschen offener, was das angeht. Aber wirklich auch echt ein lockerer Typ. Auch ich dachte jetzt mit der Zeit, wenn er dann ein bisschen mehr Hype kommt und mit dem ganzen Chelsea und drumherum und den ganzen Millionen wieder, dass der vielleicht ein bisschen anders wird, aber überhaupt nicht. Der ist komplett auf dem Boden geblieben, auch die ganze Familie schon. Also ich kenne die Mutter, den Papa gut, die Oma auch gut, die Geschwister alle. Also die sind wirklich alle vom guten Haus, wirklich. Also weiß man ja nie, wie es so wird, wenn man dann so weit oben ist. Und das ist zum Glück bei ihm echt gut geblieben, ja. Wo wirst du einsetzen bei der WM? Puh, schwierig. Ich würde den eher so auf die 10 setzen, hinter Müller. Hinter Müller, das klingt interessant. Als du in Leverkusen gespielt hast, ist dir da mal unser ehemaliger Lokspieler über den Weg gelaufen, der Torwart, der René Adler, hast du den mal kennengelernt? René Adler? René Adler auf jeden Fall, ja. Da hatte ich früher, wo ich klein war, war ich öfters bei den Profis beim Training zuschauen, hab den mal nach Handschuhen gefragt und hab noch zu Hause ein paar alte Handschuhe von ihm, also das auf jeden Fall, ja. Gut gelüftet sind die hoffentlich mittlerweile. Auf jeden Fall. Ich habe gesehen, U19 Mönchengladbach hat es auch noch mit Jordan Bayer zu tun. Der hat da in der Innenverteidigung abgeräumt. Mhm. Kai Havertz bei Leverkusen. Konnte man in der Zeit schon für sich selber feststellen, okay, für mich wird vielleicht mal Profifußball ja, aber für die, gerade jetzt Kai Havertz, wird es schon einen besonderen Platz im Profifußball geben? Oder war das so Kopf an Kopf von der Entwicklung her? Ja, ich würde sagen, also man hat dann immer so 2, 3, 4 Spieler, die so ein bisschen, was heißt jetzt, besser sind als die anderen, aber dann merkst du schon ein bisschen, okay, die können mal irgendwas vielleicht ein bisschen höher spielen. Das hat man bei Kai, finde ich, oder auch bei Jordan schon relativ gut gesehen. Ich war jetzt zwar nur ein halbes Jahr mit Jordan in der U19, aber da hat man ja auch schon gesehen, dass er schon eine Wahnsinnqualität hat. Auch, also der war ja öfters bei den Profis und da hat man schon gesehen, dass der jetzt nicht einfach so ein normaler Innenverteidiger aus der U19 ist, sondern der schon ein bisschen was drauf hat, ja. Wie weit spielt auch Wechselglück eine Rolle? Also wenn du 23 Gladbach gemacht hättest, hättest du bessere Karten gehabt, einen Weg in Profifußball zu schaffen als mit dem Wechsel nach Polen? Wenn es normal gelaufen wäre in Polen? Im Endeffekt weiß man es nie. Also es hätte genauso sein können, wäre ich in Gladbach geblieben in der U23. Und wenn ich Glück hätte, dann hätte ich da in der Regionalliga gespielt und dann vielleicht irgendwann, wenn irgendwas, man weiß ja nie, was passiert, den Profis gemacht. Aber das finde ich, weiß man nie. Das hätte genauso gut in Polen laufen können, wo ich dann da in der Herrenliga viele Spiele mache und gute Spiele mache, wo ich dann von da halt irgendwo in eine Top-Liga wechseln kann. Das ist immer schwierig zu sagen. Also klar hätte es genauso gut sein können, wäre ich da geblieben, aber hätte auch genauso gut sein können, wenn ich jetzt da in Polen meine Spiele gemacht hätte und es da gut gelaufen wäre. Deine persönlichen Ziele, wo siehst du dich in 10 Jahren? In 10 Jahren? Boah, das ist ziemlich weit. Also so weit denke ich jetzt noch nicht, aber ja, es ist, ich weiß, ich bin mittlerweile 23, aber die Ziele sind nach oben, sind immer noch da. Klar, es wird von Jahr zu Jahr oder umso älter man wird, immer schwieriger, aber ich bin da so ein Typ, nicht jeder ist mit 18 oder mit 20 Profi in der Top-Liga. Also wenn du komplett dranbleibst, wenn man auch Wege sieht von Spielern, die jetzt erst mit, weiß ich nicht, mit 26, mit 28 irgendwo in die erste Liga wechseln, zweite Liga, das ist ja immer noch eine Top-Liga. Also da ist mein Traum, das bleibt mein Traum und da werde ich immer auch dafür arbeiten, auch wenn es jetzt gerade erst für die Regionalliga reicht. Unser Chefredakteur, der Alex, hat uns geschrieben, wir sollen dich fragen und zwar oder dich mal, ja mal einfach fragen, du warst im Urlaub in Izmir im Sommer und da ist dir jemand zufällig über den Weg gelaufen. Zufällig. Was? Ja, das stimmt, ja. Erklär uns das mal. Ja, ich war mit meiner Ex-Freundin damaligen noch in der Türkei. Warum warst du mit deiner Ex-Freundin noch in der Türkei? Bitte? Warum warst du mit deiner Ex-Freundin in der Türkei? Ja, damalige noch Freundin. Also, jetzt okay, nicht mehr. Okay. Ah, ja. Hat aber nichts mit dem Treffen, was du uns jetzt erzählst, zu tun, nee. Nee. Okay. Ja, wir waren dann halt dort in der Stadt. Wir waren eigentlich öfters dort mal was essen abends und dann sind wir halt mal normal essen gewesen. Ich war dann halt in so kleinen Gassen was essen, dann schaue ich so und dann habe ich halt mal so kurz hochgeschaut, weil da halt alles so relativ eng war, so enge Straßen. Dann habe ich halt gesehen, ja, oh, ist mein neuer Trainer da. Ach, halt, war halt ein bisschen komisch, weil ich dachte mir so, genau an diesem Ort, wir beide, also dann hat es halt schon gut zusammengepasst mit Lok. Ja. Alme beobachtet seine Spieler nicht bloß auf dem Platz, der guckt da schon genau. Wie ist der Kontakt mit Almedin zustande gekommen, mit Lok und warum hast du dich für Lok entschieden? Ich hatte relativ früh mit Albe schon Kontakt, also relativ auch schon im Winter, hatten die mich, glaube ich, beobachtet. Man merkt das ja oder bekommt das als Spieler mit, dass die auch Bock haben. Da hatte ich das über meinen Berater noch mitbekommen, dass die unbedingt mich haben wollen und
natürlich, wenn man Lok hört, ist eine große Adresse mit wirklich sehr viel. Ich war ja auch hier mit Chemnitz oft und wenn man ehrlich ist, wenn man hier gegen Lok spielt, ist es immer eklig, immer. Und ja, also der Kontakt mit Alme war relativ schon früh da und wirklich die Gespräche mit Alme waren wirklich sehr gut, auch sehr locker und entspannt und nicht so, weil es gibt ja immer so viele, die halt immer ein bisschen drumherum labern und alles so schön labern und Alme war von Anfang an wirklich ehrlich und das ist mir halt auch relativ wichtig gewesen. Und ja, dann war ich auch mal hier in Leipzig, hab mir alles angeguckt und da, wo ich auch so ein paar Spieler schon kannte und ich wusste auch, dass Isa hierher kommt, hat es einfach gepasst. Ja. Aber erzähl mal, wie die Geschichte da noch weiterging. Hat dich Alme auch entdeckt oder hast nur du ihn gesehen? Ich war mit meiner Freundin da ganz normal am Essen und dann haben wir uns quasi gegenseitig angeguckt. Dann bin ich natürlich vom Tisch aufgestanden und hab Hallo gesagt. Haben uns dann normal vorgestellt, weil er war da noch mit seiner Frau und von der Frau, die Familie war auch noch da. Mhm. Da haben wir kurz so 5 bis 10 Minütchen was gesprochen und dann, also relativ locker. Und dann habe ich ja wirklich, glaube ich, einen Tag davor oder 2 Tage danach sogar schon unterschrieben gehabt. Ach, in der Türkei. Nee. Genau, ja. Wenn du jetzt sagst, Alme war ehrlich zu dir, was hat er dir denn gesagt, wenn ein Trainer ehrlich ist, was bedeutet das denn? Dass er dir realistische Ansagen macht, was er von dir erwartet und was für dich möglich ist? Ja, genau. Also der hat mir gesagt, bei mir ist es halt so, oder bei ihm quasi ist es so, ja, wenn ein Spieler nicht spielt, dann sagt er ihm ehrlich, was ist das und das fehlt und labert dann nicht drumherum und sagt dann, ja, hör mal zu, es ist so und so irgendwas, sondern er sagt einfach dann genau das, was jemandem fehlt und nicht irgendwas drumherum. Da gibt es ja wirklich viele, die dann halt, weiß ich nicht, was jetzt genau sagen, aber er meinte halt, dass er relativ ehrlich ist und er mit einem auch viel redet, wenn dann mal keiner, also wenn er mal nicht spielt. Und das ist halt auch wichtig, weil wenn du als Spieler so ein bisschen liegen gelassen wirst, dann ist das natürlich immer schwierig, ne? Weil du sagtest, du träumst immer noch davon, Profi zu werden. Mit 23 ist natürlich durchaus realistisch. Und von dem, was du vielleicht am Anfang der Saison auch von Alme mitbekommen hast, was sind so die Dinge, die du aufarbeiten musst oder an denen du arbeiten musst, um den nächsten Schritt dann zu machen? Ja, das sind relativ viele Dinge. Also ja, es ist halt immer so leicht gesagt. Klar, hat man immer so eine Grundqualität oder so quasi jetzt so eine Ausbildung, die ich genossen habe bei Leverkusen oder auch jetzt bei Gladbach. Aber ja, also ich sag mal, umso länger man spielt oder umso öfter man spielt, umso besser kann man werden. Und nur wenn man spielt, wird man besser. Und dann sind es halt im Endeffekt noch einzelne Dinge, die du dann halt noch verbessern kannst. Ne? Weiß ich nicht. In der dritten Liga wird halt immer was anderes gefragt. Da werden viel lange Bälle gespielt und oder die Passqualität, die dann umso höher du kommst, die wichtiger ist oder der erste Kontakt, der wichtig ist. Ja. Da musst du auch schneller vom Kopf sein und das sind so Sachen, wo ich sage, die lernst du halt einfach, wenn du viel spielst und das Vertrauen von irgendwem, vom Verein, vom Trainer bekommst und dann, ja, dann geht's auch, finde ich, kann man ein paar Ligen höher spielen, ja. Wenn man als neuer Spieler im Verein vom Trainer die Ansage bekommt, das und das spielen wir, diese Position spielst du und man versteht das nicht gleich oder ist nicht ganz schlüssig, geht man da als Spieler zum Trainer hin oder wartet man, bis der Trainer kommt und sagt, nee, pass auf, das möchte ich, dass du das lieber so spielst oder so? Nee, also ich denke mal, so klar, wenn jetzt ein Spieler das irgendwie Angst hat oder einfach das macht oder gar nicht fragen will, dann ist es vielleicht so, aber ich finde, jeder sollte, wenn er irgendwas nicht versteht oder irgendwas so anders sieht, wie es auf dem Platz ist, weil der Trainer sieht es ja immer nur von außen, als Spieler siehst du es ja immer ein bisschen anders. Klar, soll man auf jeden Fall dahin gehen, wenn man irgendwas anders sieht oder nicht versteht oder, weil es ist immer so, besser lieber 2-3 Mal nachfragen, als dann im Spiel einfach den Fehler zu machen, dann am Ende fällt ein Tor oder sonst irgendwas. Und wenn ihr als Spieler, als junge Spieler des Vereins, na nicht ein Problem, aber irgendein Interesse habt und sagt, das sollte der Trainer wissen, wen schickt ihr da vor? Ist es dein Pfeffi oder ist es Jamal? Wen schickt man am besten da los? Ja, ich denke mal, so der Mannschaftsrat, also vor allem so Pfeffi, Jamal sind halt so Figuren bei uns, die so ein bisschen höher stehen. Also Pfeffi als Kapitän und Jamal, der auch schon jahrelang im Verein ist, da geht man schon, wenn dann irgendwas ist oder wenn irgendwas Wichtiges ist, geht man schon noch direkt auf Pfeffi oder auf Jamal oder so. Das ist schon eine richtige Adresse bei denen. Ich würde gerne noch auf deine persönlichen Lebensumstände zu sprechen zu kommen. Das sehen wir auch den Frauen, den Hörerinnen des Podcasts schuldig. Ich habe jetzt rausgehört, du bist gerade quasi vereinslos, was die Frauen angeht und lebst in Leipzig. Ja. Gut, Thomas, jetzt deine Frage. Ich habe eine tolle Vorlage gegeben. Nee, das stimmt soweit. Ja, also was Frauen angeht, bin ich vereinslos. Ja. Okay. Ja, nee, gut, ja. Also meine Pflicht ist natürlich zu fragen, ob du jetzt backen und kochen kannst. Könntest du zum Beispiel, kannst du speziell ein polnisches Gericht? Das wäre doch mal interessant zu wissen. Nee, also kochen wahrscheinlich eher weniger. Das müsste dann wahrscheinlich meine Mutter oder meine Oma machen. Also die kennen sich da was besser aus. Sehr gute Antwort. Aber es gibt sehr viele leckere Sachen. Ja. Was ist dein Lieblingspolnisches Essen? Pierogi heißt das. Pierogi, ja. Ah, Pierogi. Ja, genau. Ich hab ja im Frühjahr in Wroclaw habe ich in der Pierogerie gesessen. Ein junges Restaurant mit ganz jungen Leuten. Und das erste Mal das Ganze, also gebacken im Ofen, das war sensationell gut. Aber die Gefahr ist natürlich dabei, dass man wahrscheinlich den Trainer das nicht sagen darf, weil Kalorien, obwohl es gibt es auch vegan.
Bauern, das gibt es auch mit viel Gemüse. Das ist also ein sehr, sehr leckeres Essen. Da gebe ich dir uneingeschränkt recht. Isst man jetzt nicht so oft, aber wenn man dann mal in Polen ist oder bei der Familie, weil über Winter jetzt zu Hause ist, dann kann man sich das schon mal gönnen, ja. Wie wird das bei dir in der Familie gemacht? So gedünstet oder im Backofen gebacken? Gedünstet. Ja, okay. Noch weitere Fragen, Thomas? Sonst bin ich gar nicht gewohnt, dass du detailliert nachfragst beim Essen. Ja, das ist auch wirklich, also das ist wirklich ein Essen. Aber ich habe es auch mal bei uns beim Streetfood probiert. Ja, auch nicht schlecht, aber das muss man, glaube ich, schon in Polen essen, wenn überhaupt. Ja, auf jeden Fall. Wir sagen überhaupt, Polen finde ich ein total spannendes Land und das Essen, sowohl Backwaren als auch, sag ich mal, warmes Mittagessen ist überaus bekömmlich. Also gefällt mir auch gut. Was ich noch fragen wollte, wie kann man denn eigentlich als Leistungssportler sich sinnvoll und kostenneutral oder kostengünstig ernähren, wenn man selber nicht kochen kann? Also ich kann selber kochen. Das hat du kannst denn kochen, aber nicht ich kann kochen, natürlich. Es ging mir jetzt nur um das polnische Gericht oder die polnischen Gerichte. Zu Hause koche ich relativ viel, klar. Geht man dann mal mit den Jungs in der Stadt auch was essen, aber das ist dann meistens auch so Pasta, was ich eigentlich auch zu Hause mache. Wir hatten ja mal Alme gefragt, ob er seinen Spielern nicht vorschreibt, sondern empfiehlt, was sie essen sollen. Gibt es da von ihm ab und zu mal irgendeinen Hinweis, dass er sagt, du oder du, jetzt speziell weiß ich nicht, lass mal die Pasta nächste Woche weg und isst mal ein bisschen mehr Rohkost oder ist ihm das wurscht? Nee, also eigentlich überhaupt nicht. Also ich denke mal, wir sind alt genug oder auch professionell genug, um zu wissen, was wir zu essen haben, was wir zu trinken haben, was wir brauchen als Sportler, was einfach gut für denjenigen ist, was er halt gerade braucht. Denn wenn der eine merkt, okay, der hat gerade ein paar Kilos mehr drauf, dann weiß er, glaube ich, auch schon selber, dass er da mal irgendwas weglassen soll. Also so weit sind wir schon, ja. Oder spätestens, wenn die Mitspieler dich dicker rufen oder sowas. Ja, auch dann ist es schon zu spät. Ja, sehr gut. Meine letzte Frage, Ricardo, du hast freie Wahl bei der Gestaltung des Abschlusstrainings. Der Trainer sagt, okay, was ist das? Mittwoch mit deiner Mannschaft die Turnierform gewonnen. Ihr dürft das Abschlusstraining gestalten oder ein Training gestalten. Müssen wir auf die Belastung nicht so achten. Welche Trainingseinheit oder welche Übungstrainingsformen würdest du dir aussuchen? Relativ ähnlich, wie wir das eigentlich auch sonst machen, weil wir spielen, laufen uns kurz ein, wärmen uns kurz auf, spielen dann immer dieses Schweinchen in der Mitte. Ich denke mal, jeder weiß, was es ist. Naja. Das ist so ein kleines Rondo, dieses 5 gegen 2, 6 gegen 2, kommt drauf an, wie viele halt da sind. Und danach sind es immer so kleine Spielchen, also kleines Feld, ein bisschen anschwitzen, weil am nächsten Tag ja schon das Spiel ist. Also das ist eigentlich auch am besten. Ja. Was ist das Schlimmste, was beim Training vorkommen kann? Welche Trainingsform? Das Schlimmste ist meistens immer ohne Ball, deswegen. Ja. Also wenn dann irgendwelche Läufer, ich glaube, da hat keiner Bock drauf, aber wenn die dann halt kommen, dann weiß man halt, die tun gut, die braucht man, da kriegen wir gesagt, davon kriegt man Körner fürs Spiel und dann ist aber meistens auch relativ nur in der Vorbereitung, sage ich jetzt mal, ne? Als Strafmaßnahme gibt es das nicht, dass es einem sagt so. Nee. Also gibt es natürlich auch, aber hatten wir jetzt noch nicht bis jetzt. Gut, dann sehen wir uns am Samstag gegen unseren alten Angstgegner. Ich wünsche, dass du spielst und der Mannschaft viel Erfolg. Und Dankeschön. Den Frauen, wie gesagt, den Status hat morgens geklärt. Falls Interesse besteht, bitte schreiben Sie reichlich E-Mails. E-Mails sind gut, ja. E-Mails, am besten eine Brieftaube schicken oder einen Fax. Nee, E-Mail, das muss schon ein bisschen eine Form haben. So nur junge Leute verabreden sich auf Insta heutzutage. Ja, oder so, ja. Naja, aber E-Mail habe ich auch noch nicht bekommen. Aber Insta ist so ein bisschen, schicken Sie die, wenn Sie das möchten, auch gerne an den Verein. Da wird sich jemand finden, der das dann die Fanpost bearbeitet. Unter der Chiffrennummer, Passwort, Codewort. Sehr gut, vielen Dank, Ricardo. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Bis dann, ciao. Ciao. Ja, uns gelingt es einfach nicht, einfach mal einen unsympathischen Menschen aus dem Verein vors Mikrofon zu bekommen. Auch unser Gast heute, Ricardo, wieder sehr sympathisch, sehr netter Junge. Und ja, wen sollte man denn mal einladen? Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt. Dich. Ja, das stimmt. Also das Piepen ist das Rückwärtsfahren. Ich finde einfach, du lobst jetzt den Ricardo natürlich auch, damit du mal zum Pierogi-Essen eingeladen wirst. Ach, das ist ja mein Gefühl, was ich habe. Das ist der Plan, ja. Das werde ich auch so erzwingen. Aber er kann kochen, sagt er. Naja, er war schlau genug zu sagen, er kann nicht kochen. Apropos Kochen, wie sieht es denn eigentlich aus? Dieses Jahr wird gekocht oder gebacken oder gibt es dieses Jahr was anderes? Es gibt noch keine Entscheidung. Ich glaube, es könnte auch sein, mein Vorschlag ist, dass wir wieder ein Wunschkonzert machen. Aha. Als Jahresabschluss. Da kann man einfach mit verschiedenen Leuten telefonieren oder verschiedene Leute auch zu Wort kommen lassen. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich will natürlich fürs Backen zu haben, ist klar. Ein Chiba kann sich auch noch mal mit dem Puderzucker und der Zitrone. Ja, ich denke mal, das könnte eigentlich zeigen, dass es sich verbessert hat. Ja, die Besetzung wäre dann schon statisch. Also da kannst du ja kaum noch jemand anderes nehmen. Es sei denn, Jamal sagt, er kann das auch noch backen, dann können wir den als Beikoch noch dazu holen. Aber ansonsten. Jamal köpft den Teig in den Ofen. Ja.
Das auch das erste Tor war schön. Das war ja nicht mit dem Kopf, das war so mit dem Fuß so rein. Ich war mit dem Fuß, das war wirklich gut. Apropos schön, was ist jetzt mit der Hausaufgabe von letzter Woche? Ja, vier Leute. Also ich bin auf vier Leute gekommen. Erzähl vier Leute. Sagt ihr, Kracht, Drössler, Gießner und Scherbaum. Naja, gut, jetzt geht's ja weiter. Gut, Trainer zählt jetzt nicht dazu. Leute, die, also wie war das dann? Die im Verein, also im Vorstand oder als. Aber Trainer sind ja nicht so viele, die kriegst du auch zusammen. Warte mal, das muss ich mal überlegen. Also Leute, die erst Trainer waren und dann Funktionär. Ja, oder die mal Spieler waren und dann Trainer waren. Das geht ja auch so. Ach, erst Spieler waren und dann, das ist ja endlos. Da kannst du, guck mal, da ist Lisevic, im Prinzip fast alle Trainer der Neuzeit. Hast du Lisevic, Seidler nicht, Trommer sind zwei. Dann Steff ist nicht, aber Sattlo. Drei, Kronert, vier, Eisel, fünf, Rose, sechs, Hensel nicht, Scholz, sieben, Lisevic, acht. Rose. Wer kam, bitte? Rose. Hatte ich nicht Rose schon? Und meinetwegen Rose, 8,5, 9. Jetzt kannst du überlegen, wer war denn? Scholz, genau. Joppe war nicht, Wolfgang Wolf war nicht, Chiba, 10. Ja, also das ist schon enorm, das ist eine Quote. Muss man mal recherchieren, ob das in irgendeinem anderen Verein auch so ist. Mhm. Wenn man dann noch VfB-Zeit, Detlef Schössler, 11. Panovic nicht, Tomale nicht, René Müller als Torwarttrainer, 12. Also ist schon eine Weile, würde ich sagen. Dann was ist denn mit den Vorgängervereinen vom 1. FC Lok? Also zählt dann Nee, das hatten wir eingegrenzt mit Neugründung, glaube ich, oder? Also 66. Was heißt denn Neugründung? Naja, das wurde nee, dann sozusagen. Also ab 66 hatten wir, glaube ich. Ab 66, so, gut. Also Hausaufgaben. Aber wenn jetzt bei Hausaufgabe erfüllt, dann steht es bemüht. Hausaufgabe erfüllt und kleine Nachprüfung auch obendrein noch erfüllt. Was wir noch nicht aufgeklärt haben, das ist ja die vom vorletzten Mal. Aber ich bin ja am Samstag, wenn nicht alles schief geht, im Stadion. Bist du auch da? Nein, ich bin Samstag auf Groundtopping-Tour, bei der jährlichen Groundtopping-Tour mit unserem stellvertretenden Chefredakteur. Aha. Übrigens Ronny Soma als Co-Trainer würden wir natürlich auch mitzählen. Da bin ich nicht beim Ex-Verein von Ronny Soma in Niedersachsen. Da kannst du mal kurz überlegen, von welchem Verein wechselte Ronny Soma das zweite Mal zum 1. FC Lok. Das ist ja die neue Hausaufgabe. Ja, das ist leicht gegoogelt. Also ich bin in Niedersachsen am Wochenende und dann verpasse ich noch Rabenstein, weil wir selber Spiele haben und danach habe ich endlich wieder drei Spiele in Folge. Da habe ich BRK, Jena, Chemnitz und Babelsberg. Nee, ich glaube vier sogar oder Chemnitz, ich weiß nicht mehr. Jena nicht. Aber ich bin dann wieder an Bord. Ich bin im Dezember nicht da, erstes Wochenende, zweites Wochenende. Das ist traurig. Ja, finde ich auch, aber du weißt ja, Arbeiten geht vor. So, haben wir noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Ich bin jetzt in Leipzig angekommen. Also halten wir fest, ein Podcast ist eine Fahrt von Einburg nach Leipzig. Wenn man langsam fährt. Ich habe zwischendurch auch noch schnell Abendbrot, also habe ich mal angehalten und schnell noch was eingeworfen. Also was zum Abendbrot eingeworfen ist, nicht, dass der Lockhart-Moderator dem Drogen oder so kommt. Nur heutzutage, weißt du, ja, geht doch schnell. Man weiß es nie so richtig, wer da alles mithört. Das kann man nicht sagen. Nächste Woche lese ich mal, das machen wir nächste Woche, dann haben wir was für nächste Woche. Es gab eine E-Mail, also das ist, ja, ich lese es nächste Woche vor. Das ist sehr amüsant. Ja, lese mal nächste Woche vor. Das ist sehr amüsant, da kommen wir uns nächste Woche mal drüber. Ich habe ja extra gesagt, Kritik bitte an den Verein, ja. Nochmal für alle, die uns hier kritisch begleiten. Alles, was kritisch zu bewerten ist, bitte schön an den Verein. Nein, auch kritische E-Mails, die standen ja nicht. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Der stand ja. Dafür haben wir einen stellvertretenden Chefredakteur und einen Chefredakteur. Das stand aber in den Shownotes drin, dass das bitteschön alles so geschrieben werden kann. Gut, dann würde ich sagen, ja, was sagt man denn? Kölle Alav, genau. Kölle Alav. Kölle Alav oder Goodbye oder 40. Kennst du einen sportbezogenen Ruf, der in Leipzig von Hunderttausenden im Stadion gerufen wird und es geht nicht um LOK? Ja, chemische Beine raus. Das auch, aber auch das meine ich nicht. Es geht ums Zentralstadion. Hallo Ost, nee, Achtung Osttribüne. Nee, auch nicht. Na, dann haben wir doch eine Hausaufgabe. Hat jetzt nichts mit dem 1. FC Lok zu tun. Hunderttausende haben das regelmäßig im Abstand von ein paar Jahren immer gerufen im Stadion, im Zentralstadion. Nicht nur einmal. Aber das hat ja bestimmt mit dem Turn- und Sportfest der DDR zu tun gehabt. Davon kann man ausgehen. Aber dieser Ruf, der hallte dann durch das Zentralstadion. Dann frag Friede, mal. Freundschaft, Trusch bei mir? Nee, gar nicht. Ich glaube, der Genosse Walter Ulbricht, weißt du, wo der zur Schule gegangen ist, der Genosse Walter Ulbricht?
In Leipzig. Naja, ja wo? Weiß nicht, wer in Wanderoberschule oder so? 43. Ja. Oberschule später mal, genau diese Schule, die vor dem Eingang des Zentralstadtes steht. Ach, ja. Ja, gewohnt hat er in der Gottschedstraße und da ist er zur Schule gegangen. Wäre ein bisschen später zur Schule gegangen, wäre in die 41. Oberschule gegangen und so ist er da hingegangen. So, jetzt haben wir das auch noch und dann. Erstmal danke für das Inselwissen, was du mit uns teilst. Ja, und denk dran, Hausaufgaben ruhig mal. Ja, da kannst du jetzt mal deine ganzen Log-Experten fragen. Aber ich sag mal so, das wissen die. Die das wissen mit, das. Mit dem Schlachtruf jetzt. Ja. Kennst du eigentlich diese Menschen, mit denen du telefonierst und die sagen, ach, tschüss, mach's gut. Ach, eine Sache habe ich noch. So fühle ich mich gerade. Wir haben uns eigentlich gefühlt vor 10 Minuten verabschiedet. Jetzt haben wir noch 5 Minuten gesprochen. Nee, haben wir eben nicht. Haben wir nicht. Na, du musst einfach tschüss sagen. Dann ist aber Schluss. Ja, tschüss. Lockup, der Podcast des 1. FC Lokomotive Leipzig.